Freund von uns. Oh, okay. Wer zum Teufel ist das? Neue Grafik habe ich geschalten. Okay. Das sind bestimmt immer diese Bilder. Jetzt müssen wir hier bestimmt die Tür öffnen. Ach, zuerst müssen wir uns was anziehen. Also wenn es eine schicke Dame ist, dann nicht oder was? Hey Vito, lang nicht gesehen. Ach, okay. Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Na dann los. Folge, ich soll ihm folgen in seinem Auto. Ich soll ihm ja, folgen. Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Ja, bin schon noch da ist. Danke, Vito. Also, ich meine jetzt gut bei dir. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Okay, war hier Bananenstand? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. So, aussteigen und rein geht's. Das ist manchmal F und manchmal E, es ist echt ein bisschen blemblem. Das spielt auch immer, egal ob Leute da sind oder nicht. Ist natürlich auch... Ach, da ist der Inne. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist John? Schöner Hund. War eben noch hier, ist gerade raus. Wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Okay, er soll mal vorbeikommen. Tja, er... Wer gerade hier? Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun.
Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaub nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich. Aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. So, warne Leo. Ach, du, hi, wir müssen Leo warnen. Ja, dann geht's ja los. Dann fliegen wir bestimmt hier raus. Es tut mir leid, im Hintergrund hat man ja gerade, Auf Wiedersehen, ist es. Facebook gehört. Mal gucken. Ach, wir sollen bis ans Ende fahren. Die wollen uns wohl verarschen, oder? Jetzt wird es vielleicht nochmal das Geräusch geben, oder? Ob nicht? Ey, das schafft doch kein Mensch hier. Ey, wie soll ich denn das schaffen? Ey, das geht doch nicht. Wie stellen die sich das... Das mit der Tanke war ja schon schwer. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn aus. Verstanden. Ey, mit der Tanke war ja... ist das schusssicheres Glas? Das mit der Tanke war ja schon so übelst schwer. Und jetzt soll man noch hier? Ach. Hey, die sieht... Das ist irgendwie die Spiellogik. Die sieht mich nicht. Da geht's nach unten. Wenn sie in meiner Nähe ist, dann geht's wieder nach oben. Ja, genau andersrum meine ich ja. Guck mal, das schaffe ich doch nie. Guck mal kurz auf... Oh, das ist doch machbar. Sogar sehr machbar und die Polizei verfolgt uns nicht mehr, das ist sehr gut. Außer wir rammen jetzt die Polizei noch oder so. Leo. Leo war der Arzt oder was? Der Bildarzt. Ja, tut mir leid, wie gesagt, Facebook ist noch im Hintergrund offen. Ne, hier war der Bildarzt. Leo wohnt woanders. Ey, sag nie, dass ich das jetzt nicht schaffe. Nee, das schaffe ich nicht. Was ist denn das? Oh, nee.
Gut, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir probieren es im nächsten Part nochmal. Ich würde sagen, Daumen nach oben, Daumen nach unten, schreibt mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ciao, ciao.